Namibias Präsident Hage Geingob starb in den frühen Morgenstunden des 4. Februar 2024. Er war trotz schwerer Erkrankung bis zuletzt mit 82 Jahren im Amt geblieben. Der Präsident war bekannt als einer der Mitbegründer eines unabhängigen Namibias. Nach der Unabhängigkeit 1990 war er erster Premierminister und arbeitete die neue Landesverfassung mit aus. Zum Präsidenten Namibias war er 2014 gewählt worden. In letzter Zeit gab es jedoch auch Kritik, wegen Korruptionsvorwürfen und fehlenden Erfolgen gegen Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise. Vielen wird er dennoch als brillanter Denker und kompetenter Rhetoriker in Erinnerung bleiben. Das Amt übernimmt zunächst der Vizepräsident Nangolo Mbumba. Die nächsten Präsidentenwahlen in Namibia sind für Ende 2024 vorgesehen.